Fünf Freunde standen auf einem hohen Berg und blickten in die ungewisse Ferne. Es war ein Neuanfang und sie waren bereit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und gemeinsam ein neues Leben zu beginnen. Die Reise führte sie durch wunderschöne Biome. Nachts allerdings wimmelte es nur von Zombies. Mit Pfeil und Bogen ausgerüstete Skelette und Creepern, die ohne Vorwarnung explodierten. Wenn man dann ein Dorf fand, wo man die Nacht verbringen konnte, war dies schon herzallerliebst. Um dann gut gelaunt in den Tag zu starten. Das Team bestand aus der kreativen Mrs. Brady, ihrem erforschenden Freund Mr. Brady, dem abenteuerlustigen Johnny, Brativan der Überlebenskämpfer und seiner Wenigkeit Truxo. Und zusammen waren sie The Mining Five. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt hier auf meinem Kanal. Dies nennt sich The Mining Five. Wir sind wieder back in the business. 2.5 Man ist vorbei, aber The Mining Five startet hiermit. Ja, wir sind alle wieder da. Brad Ivan ist da, Brady ist da, Johnny ist da. Mrs. Brady leider noch nicht. Die ist leider krank geworden. Gute Besserung. Geht da raus. Und wir haben Bock. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Es geht los. Ich mache mir erstmal Werkzeug. So, ganz am Anfang erstmal. So. Ich mache mir jetzt Werkzeug, Leute. Was ihr macht, ist mir jetzt scheißegal. Nice. Ich gehe mal in den Nether. Ja, okay, viel Spaß, Dicky. Johnny geht den Enderdrachen klatschen. Ja. Erstmal eine Bastion zocken, kein Ding. Natürlich wird jetzt auch direkt Nacht, weiß. Direkt. Ja, ihr müsst jetzt zu lange auf mich warten. Ja gut, wir haben das ja eingestellt. Mit den drei Leuten, dass nur noch drei Leute schlafen brauchen. Das ist tendenziell ganz geil. Digga, ich finde direkt Kohle, ist das euer Ernst? Gut, nimm mit. Ja, ich mache jetzt erstmal Steinsachen, ganz entspannt. Sind die alle ein bisschen schnell? Ich bin ja nicht so schnell. Ja, du hast jetzt eine Season quasi gelernt, jetzt musst du abliefern. Es geht richtig los. Ja. Ich hab voll Schiss vor den ganzen Viechern. Die Viecher? Ja. Nein, das hab ich mit zwei. Ach, kacke, Digga, der Fettfinger. Hab die schönen Monsterjäger, du. Ja, natürlich. So. Was dazu? Oh, wow. Der Bitch einer Spinne. Aber die kommen schon wieder zu mir, ne? Die Missgeburten. Was tot, Alter? Was hat denn der Zombie für eine Range? Hilfe. Ja, die sind extrem heftig. Jo. So, ich hab mal ein Werkzeug. Wo seid ihr? Irgendwo unter der Erde. Irgendwo beim Start. Ah, okay. Spawnschutz, okay. Osso, du bist jetzt ungefähr bei mir. Ah ja, moin moin. So, wir brauchen ja noch ein bisschen Schafe, ein bisschen Essen. Hm, schlecht. Achtung, Skeletto, haut klein. Ich hab noch nicht mal eine Bombe, aber egal, mit Stock kill ich dich, Junge. Oder ich sterbe. Au, nicht mich hauen, aua. Ich bin wieder mal der Erste, ne? Ja, wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie schlafen können. Ja, oh, nein. Oh, no. Ich glaube, ich bin der Zweite, der gleich stirbt, wenn das so weitergeht. Egal. Ich bin gern der Erste, was das angeht. Hier ist noch ein bisschen Kupferbreddy, wenn du brauchst. Ja, ich brauche gleich erstmal. Ich habe gerade erstmal ein bisschen Eisen oder zumindest ein Eisen schon. Achso. Mal schon mal für ein bisschen besseres. Ach du scheiß Zombie, mach. Also das ist ja echt actually richtig bad, dass wir jetzt sofort in der Nacht quasi hier sind.
Ja. Aber egal. War nicht so smart. Komm. Spider-Schwein. Ich muss erstmal jetzt in ruhigere Gefilde. Johnny ist auch direkt wie ich direkt schon am Main, Alter. Auch ich habe mich gerade 5 Blöcke mit Erde hochgebaut. Vor den Zombies geflüchtet. That's pretty. Ja, hier bin ich. Kritten! Ich dachte mir so, mit 4,5 Herzen möchte ich jetzt kein Risiko eingehen. Nee, alles gut. Okay, dann halte ich schon mal Ausschau nach, wie das überhaupt hier aussieht, hier alles, ne? Da sind noch Schafe. Also ich könnte jetzt gleich schon mal ein Bett machen. Also ich habe schon ein Bett. Ah. Ich habe, das war das Erste, was ich gemacht habe. Warte mal, Eisen kann ich auch mit einer Steinhacke abbauen, ne? Ja. Ja. Okay, dann habe ich das erste Eisen. Perfekt. Ich habe auch kein Eisen. Ja, kommt gleich. Ja, ich habe mich weiterentwickelt. So, also... Ja, okay. Perfekt, Johnny. Mach direkt, trink erstmal ein Deep Dark. No problem. So. Kühe brauchen wir auch dringend. Oh, komm mal her. Du sollst aber Leder droppen, du Arschloch. Ja, ich würde auch tatsächlich in den Wald laufen. Ich glaube, das sieht ganz, ganz nice aus. Wir müssen gleich erstmal irgendwo treffen. Und oh, warte mal kurz. Ich muss mal gerade noch kurz was meinen, aber nur ganz kurz, damit ich gerade Verpflegung habe. Auch ein bisschen Kohle. Ich habe hier oben auf dem Berg irgendwo Kohle gesehen. Weil sonst sterbe ich gleich einfach nur an Hunger. Ja, das wäre uncool. Oh fuck, ich bin. Ja, ich bin. Yo. Ich bin tot. Warum? Oh lol. Bin in Lava reingelaufen, blöd. Hä? Fuck it. Ich habe jetzt meinen Stuff verbrannt. Das stimmt, ja. Ah, komm, dann verreck ich halt das zweite Mal. Egal, komm, dann muss ich halt alles wieder neu machen. Bin ich halt wieder von neu. Also versuchte Lava zu schwimmen. Stimmt gar nicht. Ich weiß ja nicht, was du da treibst, ah. Alter. Ja, ich wollte meine Sachen zurückholen. Die verbrannt sind schon vorher. Ja, aber kann es sein, dass ja manche Sachen daneben liegen. Meist sehr unwahrscheinlich. Das ist pretty. Also ich würde auf jeden Fall hinten in den Wald gehen. Hier ist alles so sehr zerklüftet, finde ich. Viel zu sehr. So. Digga, hier mitten in der Höhle steht ein fucking Baum, Alter, der hat sich auch verlaufen. Aha. Ich krieg so viel Fallschaden. Also Kupfer ist jetzt alles für Brady, hier. Ja, ich brauche das eh nicht. Also das, was ich sammel, kann ich gerne dem. Ja, jetzt gerade muss man es auch noch nicht unbedingt sammeln. Erstmal eine Location finden und erstmal irgendwie so einen Spot oder so. Das oder so. Au. Au. Aua. Hör doch auf. Alter. Das ist voll lieb von dir. Allerdings. Ist dir scheißegal. Genau. Allerdings ist mir das scheißegal. Wo treffen wir uns dann gleich? Auf der Insel mit den ganz vielen Bäumen. Ich bin mal so auf die neuen Strukturen gespannt, Alter. Oh ja. Hallo.
Hallöchen. Hat man sich direkt wieder gefunden. Oh, da vorne ist schon Lapis, auch nicht schlecht. Ja, ich war am überlegen, ob ich jetzt das Eisen braten soll und direkt Lapis mitnehmen soll, aber ne. Lapis findet man immer noch genug, finde ich. Ja, vor allem kriegst du auch viel raus aus den einzelnen Blöcken. Ja. Ja. Hat jemand Knochen? Das ist ein Wauwau. Da kam gerade ein Kommentar aus dem Hintergrund und der lautete, dann hat er wieder 30 Stück und regt sich auf, dass das so laut ist. Ja, aber die sehen schön aus, das stimmt. Ja, nur ein Hund wenigstens diesmal. Nur einen. Kühe klatschen. Alter, A, Essen, B, Leder. Wer verkloppt denn da die Kuh, Junge? Klatsch, 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 klatsch. Digga, klatsch, klatsch, Junge. Jetzt geht's hier aber rund. Alter, sind das neue Geräusche? Das klingt so anders. Okay. Ja, ein paar neue Sounds sollten sie hinzugefügt haben, glaube ich, ja. Ja, probieren wir. Vielleicht reicht das schon, wenn drei schlafen. Oder musst du die Regeln noch wieder einfügen? Eigentlich nicht. Ah, doch, anscheinend vorher, warte. Was haben wir gesagt? Drei, ne? Ja. Wow. Ich kann... What? Oh, zack, Tag. Okay, das war aber jetzt nicht gewollt. Du davon. Magier. Ja, das war geschlafen. Das zählt. What? Oder wann denn? Oh. Ich hab keinen angeguckt. Ich weiß nicht. Ich hasse dieses Geräusch mittlerweile seit dieser riesen Bergbude, Alter. Ja, Johnny ist fast da. Johnny ist fast da. Einfach schon Full Iron, der Dude. Kranker Scheiß. Sache, der ist, bis wir hier fertig sind, bis kurz vor 8, ist er schon Full Dia, wette. Gut, ich... Beim Spawn war eine Riesenhöhle auch mit Deep Dog. Ich hätte ganz gerne meinen Ofen wieder. Ja, Brad, Ivan, Sie haben meinen Ofen eingesammelt. Den hätte ich ganz gerne wieder. Nein, nicht die... Achso. Ja, doch, die auch. Ja. Dankeschön. So, weiter in den Wald rein, oder was? Aber ich glaube, ich habe da irgendwas gesehen, was mir nicht so ganz gefällt. Oder ne? Wir müssten, wenn eher Richtung Norden, weil Richtung Westen ist, sieht es mir schon nach einem ersten Ozean ja, aus. Ja, genau. Richtung Süden auch. Machen wir Richtung Norden. Hallo Biene. Und wenn wir weiter Richtung Norden gehen, kommt nochmal so ein kleiner Fluss. Der war ja auch da am Start. Da ist direkt drüber ist so ein Kirschbiom auch. Oh. Das sehe ich auch schon auf meiner Map zumindest. Ja, also da nehme ich auf jeden Fall mal die Seeds mit von. Die Saplings. Zumindestens. Nehmen wir schon mal noch ein bisschen Holz mit. Oh, da ist ich sehe ein Dorf. Aber ich hole mir erstmal den Baum da oben. Saplings sind wichtiger. Oh, da kommt aber Schneegebiet direkt hinter dem Dorf. Richtung Norden. Kirschwald. Ja, sind wir nicht jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ja, quasi so um diesen Mittelberg drumrum. Okay. Da muss ich dann gleich sehen. Die Frage ist, sollen wir uns nah an einem Dorf ansiedeln oder sollen wir... Ist das egal? Boah, das ist eigentlich relativ... Ich würde nur gucken, was das Dorf hier beinhaltet. So, ein paar Sachen vielleicht mitnehmen. Oh, sorry. Dann hier sind Wölfe. Ja, ich hab... Neue. Boah, der ist eigentlich... Ich hab leider keine Knochen. Ja, die neuen Wölfe sehen echt schon nice aus. Ja, man, die sehen richtig... Ich will die aussehen. Aus. Hier. Ah. Wo sind die? Die waren doch gerade im Sommer. Die sehen halt jetzt pro Biom anders aus. Okay, dann... Schauen wir mal, was das hier so gibt. Das nehme ich aber erstmal das Weizen nehmen, erstmal ein paar Brote machen zum Essen. Das nehme ich euch aber direkt mal weg. Das ist das Erste, was ich mache. Digga, ich bin stylisch, ich habe jetzt eine Lederrüstung. Zumindest ist mal die Hose. Versammlung! Macht sich jeder eigentlich eine Trading Hall oder ist das allgemein? Also ich werde auf jeden Fall wieder machen. Ich werde auch ein bisschen größer machen, glaube ich, diesmal. Hier ist eine schwarze... Was ist das? Ein Puma?
Ein Puma. Was ist das? Ist das eine Katze? Ja, also ich wüsste nicht, dass es in Minecraft einen Puma gibt. Ich wollte gerade sagen, das wäre echt scharf. Das ist eine normale Katze. Kann doch kein Mensch erzählen. Brady, komm mal her. Doch, das ist eine Katze. Das ist doch keine Katze. Ja, das ist eine Katze. Das ist aber die schwarze Katze halt von denen. Hey, hallo. Komm her. Puma. Du bist auch so ein Puma. Also wir können nach Nordwesten weiterlaufen. Da ist nämlich auch nochmal so ein Wald. Nordwest. Wo ist Nordwest? Oben rechts. Ah, da, wo diese Kirschwald ist. Ja, genau. Das ist gut. Also da will ich zumindest mal ein paar Saplings mitnehmen. Lass uns das einfach hinter dich bringen. Ja, fertig. Aus ist der Lachs. Junge, Junge, Junge. Scheiß Kuh. Er tötet einfach alles, was in den Weg kommt. Ja, wie in Real Life. Wenn ich jetzt von null starten müsste, würde ich genau so starten. Erstmal alles killen, was mir in den Weg kommt. Oh, da hinten ist er am Rumgeistern. Ja. Ach, du holst dir jetzt schon Saplings da hinten? Ich, ja? Ja. Ja. Ich sehe dich nämlich. Kann gar nicht sein. So. Geht die Reise weiter, oder was? Habe ich gesehen. Wofür so eine Schaufel alles gut ist. Also, schmeißt er hier mit Schnäbeln. Hä? In den Schnäbeln können Steine sein, ja? Einmal Schulordnung abschreiben, bitte. Ja, kein Ding, ich hab die abgespeichert bei mir. Copy-Paste. Oh, es wird schon wieder Nacht. Ne? Aber Digga, das ist jetzt alles so zerklüftet, Junge, was ist denn hier? Oh! Ich sehe was Papa mag. Weil ich, so wie es aussieht... Oh, zack, Nacht wird durchgeschlafen. Ah, ja, gut. Vielleicht dann... sogar einer, wenn einer schläft. Ja, wahrscheinlich ist das, oder wird es immer so auf ein Drittel oder sowas reduziert dann, ja, aber keine Ahnung wie. Das kann was sein. Ein kaputtes Portal. Bei mir ist recht. Ist so geiler Stuff drin. Oh, aber den Goldblock kann ich direkt abbauen. So. 3 Gold Nuggets daraus geholt. So, drop mir deine Saplings, Junge. Let's go. Ist ja auch, je mehr das machen, also je mehr diesen Dungeon da spielen, umso schwerer wird, ne? Oder umso mehr Monster spawnen. Aber ich glaube, da sehe ich uns auf jeden Fall auch irgendwann drin. Komm schon, drop mir ein Sapling. Da oben ist ein Sapling. Dankeschön, reicht. Reicht. Jetzt hat die Frage, wollen wir einen normalen, stinknormalen Wald haben oder wollen wir mal was ganz Neues machen? Ja, aber wo seid ihr dann? Ich stehe auf so einem Kirschbaum drauf hier oben. Die Frage ist, was wäre denn ein schönes Biom und oder könnte man auch vielleicht am Rande eines Bioms oder weißt du, zwischen zwei Biomen das Lager aufbauen? Das geht natürlich auch. Oder halt, wo eine große Freifläche ist. Aber wo Weil hier zum Beispiel müssen wir jetzt ganz schön viel abbauen. Wie ist denn du überhaupt? Also wir sind noch am Rand, wo die Kirschbäume waren. Wo auch das Rune Portal ist. In der Nähe. Ich bin ja hinter dir, aber wo ja. Ist Bradivan? Ich bin hier, ich sehe den Rune Portal und bin auch hier am Rand von den Kirschbäumen. Da Funk? Da, ich sehe den Johnny. Der springt da auf dem Baum. Hä? Da Funk? Wo zum Fick Aber bist ich du? Sehe auch keine Namen, ne? Irgendwie. Ja, doch, Namen sehe ich. Hier seid ihr oben auf dem Baum und ich bin. Ach, da unten ist er! Guck mal. Ja. Der halbe Mann früher. Jetzt ist er ein ganzer Mann geworden. Hör auf mich herabzusehen, ja. Danach habe ich keinen Bogen. Halt's Maul, Digga. Wir machen jetzt hier. Ich habe noch keine Rüstung. Ich hoffe, dass ich mal ein bisschen früher jetzt eine Rüstung kriege als das letzte Mal. Also, Brat Ivan, wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine Biene schlagen. Wieso? Einfach so, wenn ich du wäre. Nein, wir spielen diese, wenn ich du wäre, spielen nicht, ja?
Weil wär sonst atmet das Ding hier aus und danach. Wäre bestimmt lustig hier geworden. Ja, entweder wird's lustig oder wir hauen uns die Köpfe ein im Spiel. Warten wir noch gerade auf Brady. Bin jetzt hier irgendwo an so einem Portal. Ja, ich sehe dich da ganz hinten in der Ferne. Ja. Da kommt er, da kommt er doch. Ist die Richtung richtig, wo ich hinlaufe? Ja. Aber ja, genau, wenn du jetzt hier hinläufst. Ah, da oben auf dem Baum, ich sehe euch. Wenn du hier hinkommst, da unten sind zwei Bienen und ein Nest. Kannst ja gerne dein Glück da versuchen. Okay, mache ich. Ich gucke dir sogar zu. Guten Tag. Hallöle. Dann. Autsch. In welche Richtung gehen wir jetzt? Ich würde sagen, weiter Richtung Norden, oder? Also so ein bisschen rechts von uns, also Richtung Osten, ist halt schon dann Akazie und sowas. Im Osten? Ja, so ein bisschen im Osten. Im Osten. Okay. Da ist dann so eine Savanne und ja, Richtung Norden, da wird gleich bestimmt der nächste Wald kommen. Ja, komm. Dann könnte vielleicht auch ein Dschungel sein. Ich mit meiner Lederhose hier. Ich noch gar mit dem Truck so die Lederhosen aus. Lederhosen aus. Er steht halt auf Lack und Leder. Natürlich. Vor allem auf Kunstleder, Junge. Ja, wegen Tierwohl oder was? Ja, natürlich. Ach, dir ist das Tierwohl doch scheißegal. Hallo? Sonst hättest du die armen Schafe doch auch in Ruhe gelassen, oder? Nee, dafür bräuchte ich ja nur die Wolle. Die schlafen ja nur. Heuchler. Ja, dann hättest du die doch scheren können. Dann hättest du ja erstmal eine Schere bauen können. Ja, dafür hatte ich ja kein Eisen. Ja, alles nur billige Ausreden. Alter Johnny, Junge. No risk, no fun, oder was? Boah, ich wollte dich auch eigentlich fragen, aber ich habe keinen Bock, das vierte Mal zu sterben. Aua. So. Junge. Yay, weiter geht's. Immer in Richtung Nöden. Wir müssen nur bedenken, alles das, was wir jetzt laufen, muss Mrs. Brady dann auch laufen, ne? Ja, deswegen wollte ich jetzt nicht so arg weit, aber boah. Beziehungsweise ich muss sie dann abholen. Ich schlaf mal eben. Ja. Das Wanne-Biom fände ich zu heiß. Ich bin doch kein Fan. Ich würde gerade sagen, ich bin doch kein Fan davon. In den Savannen gibt es aber die Gürteltiere, ne? Ja. Oh, stimmt. Die machen ja jetzt Rüstung für die Hunde. Richtig. Oh, dann muss ich ja richtig neu reindenken, Alter. Hunde können so OP sein jetzt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich fange gar nicht an nachzudenken. Ich hab Brady da, Brady weiß alles. Nein, ich weiß nicht. Mit Hundearmee den Warden besiegen. Ja. Perfekt, Digga. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, irgendwo hier zu bauen. Weil sonst müssen wir echt weit laufen, jetzt rundherum Savanne. Ja, aber wir könnten ja zum Beispiel auch hier in der Nähe irgendwo bauen. Also so an der Savanne entlang, oder nicht? Also Richtung Westen kommt eine größere Freifläche. Ja, da oben auf dieser Erhöhung, ne? Ja, maybe da, ja, und das wäre auch noch relativ nah an der Savanne dran. Ja. Und wie sieht's aus? Ich denke mal, hier lässt sich was machen, weil die Fläche ist relativ groß. Birkenwald. Kirschbiom ist auch wieder in der Nähe. Ich glaube, hier ist auch genug Platz, dass jeder sich so ein bisschen abseits auch platzieren kann. Und hier ist so ein schöner... Boah, geil. Boah. Okay, wir müssen hier. Oha, Alter, hier ist richtig crazy. Aber hier ist wirklich viel Platz, weil dann würde ich mich, glaube ich, eher... Ich gehe mal gucken, wie es... Richtung Süden zum Kirschbiom aussieht, dann würde ich mich da vielleicht irgendwo in der Nähe niederlassen. Ich bin vielleicht sogar da drüben auf der anderen Seite auf dem Berg. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich glaube, ich gehe in die Savanne. Ja. Ja, hey, das Loch lacht mich halt an, ne? Man könnte was da drüber bauen. Ja, dann let's go. Ja, ich glaube, ich... Herr Brady hat Mrs. Brady eigentlich, sich da auch schon einen Platz ausgesucht? Wir machen zusammen was. Achso, ihr baut zusammen? Ja. My bad. Ja, okay. Perfekt, dann let's go, dann wird das unser Punkt. Yeah. Boah, ja, Mann, ich fühl's. Dann ist das Loch für mich.
Und so geht das erste Kapitel zu Ende. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und bis zum nächsten Mal.